Nein, das ist absolut die falsche Maßnahme, weil sie nicht die richtige Zielgenauigkeit hat. Die belohnt nämlich jenen, der seinen SUV, der 180.000 Euro kostet und 25 Liter Schluck durch die Gegend bewegt, belohnt die mehr, nicht nur genauso, sogar mehr als den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die vielleicht mit dem alten Fiat Panda wirklich zur Arbeit muss. Ich habe gestern, oder wann habe ich es, beim Sonderladentag, habe ich gesagt, die Scheinheiligkeit in diesem Land. Und wir erleben es halt auch bei diesen Themen, wo ich einfach sagen muss, wie weit sind wir von der Realität mittlerweile entfernt, wenn wir uns gegenseitig vorwerfen, ja, da geht es nur, es ist nicht sozial gerecht und nicht territorial gerecht, um Kollegen Staffel und auch den Landeshauptmann zu zitieren. Wo haben wir denn eine absolute Gerechtigkeit, was die Steuern anbelangt und was das Einkommen anbelangt in diesem Land? Die werden wir nicht hinbekommen, die gibt es, glaube ich, nirgends auf der Welt. Und jetzt herzugehen und den SUV hier zu sagen, also hier würde man die SUV-Fahrer stützen und nicht die Panda-Fahrer, da muss ich schon sagen, also wer hat denn in den letzten Jahren die großen Beiträge bekommen für die Elektrofahrzeuge, für die Teslas, die Kellnerin oder der Unternehmer oder der Hotelier? Ist das dann gerecht unter der Nachhaltigkeit? Ich komme nicht mit solchen Beispielen. Ihr dreht sie ja so um. Die Mutter, die mit dem Panda im Ahrntal dreimal am Tag auf- und niederfahren muss, die profitiert davon und hat danach eine Kaufkraft in der Hand. Und in der gönnen wir es nicht. Wir sind nicht Frankfurt oder München, wo jeder in die U-Bahn einsteigen kann oder mit dem Bus fahren kann. Das wissen wir. Deswegen territoriale Gerechtigkeit. Und danach kommt der Antrag von den Grünen, ja, den öffentlichen Personennahverkehr frisch ganz gratis zu machen. Ist der dann territorial und sozial gerecht? Nee, nein, eben auch nicht. Der lässt halt auch Kategorien weg. Deswegen, das ist ja Haarspalterei, dass man hier so diskutiert in diesem Landtag. Komm. Und Kollege Tauber, wir sind gleich lang im Landtag, aber uns trennt anscheinend eine Wissenslücke. Diesen Begehrensantrag, den ihr jetzt bringt, wieder Rom aufzufordern, denn das wäre ja dann auch falsch, die Akzisen abzuschaffen. Ist ja nicht nachhaltig, Treibstoff muss ja teuer sein. Warum wollt ihr dann die Akzisen wegtun und euch einen schlanken Fuß machen, den ihr 2009 schon abgestimmt habt, 2015 schon abgestimmt habt, immer wenn die Opposition mit einem konkreten Vorschlag kommt und nicht, Kollege Repetto, mit dem Landesgesetz der SVP, sondern mit dem Staatsgesetz, auf das gehen wir, so wie es halt auch in Friaulisch, ich weiß nicht, ist für dich das SVP-Wort, das ist vielleicht noch die Bediening von der letzten Regierung, dass man der SVP alles abnimmt. Wir müssen uns da auf die Möglichkeiten suchen, wo wir sie haben. Ist Friaul etwa eine Region, die nicht nachhaltig ist und unsozial ist? Ach, geht, kommt, hört's doch auf. Ihr wollt hier diese Millionen nicht heraustun. Wir, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir hätten es gern gehabt, dass die Landesregierung hier aktiv wird. Die Formulierung im Antrag ist ganz klar. Den Spielraum auszunutzen und eine Förderung zu suchen. Wir müssen jetzt den steinigen Weg gehen, wir bringen jetzt halt das Gesetz, können wir den Weg machen, dann können wir wieder ein bisschen herumjattern und hier Zeit verplempern. In der Zwischenzeit ist den Menschen aber nicht geholfen. Und das ist es, was mich aufregt, auch in der Diskussion hier im Landtag. Danke den Kollegen von Team Kadi hier mitstimmen. Bei die verstehe ich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei den Grünen, wie gesagt, die territoriale und soziale Gerechtigkeit, die werden wir dann beim Gratis-Busfahren, dann tust du das bisschen in Gommion drinnen erklären und überall, wo die Leute die Möglichkeit haben, wenn sie zur Musikschule die Kinder bringen und wieder heraufholen, ob sie dann mit dem Gratis-Bus fahren können oder nicht und wie viel er ihnen bringt. Und hier geht es nicht darum, dass das eine schlechter und das andere besser ist. Sondern mich stört es einfach, dass man hier an den Haaren herbei eine soziale Ungerechtigkeit herbeiredet, die es nicht gibt, denn wir werden diese Gerechtigkeit nicht zustande bekommen. Und wenn wir schon bei der Autonomie sind und hier tagtäglich immer wieder sagen, ja, uns fehlt die Kompetenz, aber wir nehmen nicht einmal die wahr, die wir haben, die eine normale italienische Region hat, die nehmen wir nicht einmal als autonome Provinz wahr, dann liegt es an uns, nicht an Rom, da liegt es auch nicht an der Opposition und an sonst wen, da liegt es an der SVP und an der Lega in diesem Land.